und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Klarhammer-Ukulele. Heute geht es um ein weiteres Kapitel aus meinem Einsteigerkurs Ukulele am Limit, Einführung in die Kunst des Klarhammer. Das kann man als Buch auf meiner Webseite downloaden. Hier siehst du es. Es geht um das Kapitel Pull-Off. Ich werde erst kurz erklären, wie dieses Pull-Off funktioniert. Und dann spiele ich die Übungen auf den Seiten 52 bis 55. Zur Technik. Pull-Off heißt, ich lege einen Finger auf eine Saite und ziehe ihn weg. Pull-Off. Und dadurch entsteht ein Ton, etwa so. Drauflegen, wegziehen. In der Praxis spielt man meistens vorher mit der rechten Hand den Ton, der gegriffen wird, und zieht dann den Finger der linken Hand weg, also so. Wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich vorschlagen, wir probieren es mal in aller Ruhe mit allen Fingern auf allen Seiten. Wir fangen auf der A-Seite an, auf der ersten Seite, weil es da am einfachsten geht. Zeigefinger, erster Bund, anschlagen, wegziehen. Wenn das funktioniert, also wenn der weggezogene, der Pull-Off-Ton ungefähr so laut ist wie der angeschlagene, versuchen wir es mit dem Mittelfinger auf dem zweiten Bund der ersten Saite. Dann mit dem Ringfinger auf dem dritten Bund. Und zu guter Letzt mit dem kleinen Finger auf dem vierten Bund. Auf der ersten Seite ist es relativ leicht, weil unter dieser Seite keine weitere mehr ist, die uns im Weg sein könnte. Wir ziehen also den Finger weg und er geht irgendwo hin, hat Platz. Wenn wir auf der zweiten oder dritten Seite einen Pull-Off machen, auf der vierten machen wir es nicht, weil die vierte ist ja für den Daumen reserviert. Also wenn wir auf der zweiten oder dritten Seite so einen Pull-Off fabrizieren wollen, dann müssen wir versuchen, dass nach der Wegziehbewegung der Finger der linken Hand, der gerade die Seite weggezogen hat, auf der nächsthöheren Seite liegen bleibt. Also ich nehme jetzt mal den Mittelfinger, lege ihn auf den zweiten Bund der E-Seite, auf den zweiten Bund der zweiten Seite, so, ziehe ihn dann weg. Und anschließend liegt der locker auf der ersten Seite drauf. Ich mache es mal ganz langsam. Schau mal zu. Das muss man ein bisschen üben. Am besten mit allen Fingern. Zeigefinger. Mittelfinger hatten wir schon. Deswegen gleich zum Ringfinger im dritten Bund der E-Seite. Du siehst, dass nach dem Wegziehen der Finger immer auf der ersten Seite zum Liegen kommt. Und dann gibt es keine Störgeräusche und wir haben eine ruhige Bewegung. Nochmal mit dem kleinen Finger. Und der Vollständigkeit halber machen wir es auch mal auf der dritten Seite, auf der C-Seite, fangen wir mit dem Zeigefinger an. Logischerweise kommt jetzt nach dem Pull-Off der Finger auf der E-Seite, auf der zweiten Seite zum Liegen. Mittelfinger im zweiten Bund der C-Seite. Ringfinger im dritten Bund. Und der kleine Finger im vierten Bund. Die Bewegung ist ein kleines bisschen knifflig, deswegen würde ich dich bitten, das Ganze jetzt mal mit allen Fingern auf allen drei Seiten, A, E und C, in aller Ruhe
in deinem individuellen Tempo mal zu üben. Drück am besten auf Pause hier beim Video und üb. Und wenn du dich sicher fühlst, dann mach das Video wieder an und dann spiele ich die Übungen auf der Seite 52 bis 55 mal vor. Es geht los mit der Übung 59. Also, bis gleich. Übung 59. Übung 60. Übung 61. Übung 62. Übung 63. Übung 64. Übung 65. Übung 66. Übung 67. Übung 68. Übung 69. Übung 70. Du hast gemerkt, dass ich mich selber auch ganz schön konzentrieren musste. Wenn man diese Pull-offs sauber ausführen will, dann muss man schon ein kleines bisschen Geduld haben und etwas üben. Aber es zahlt sich aus, denn beim nächsten Mal, hier oben kannst du dich zur nächsten Folge klicken, da geht es um das schöne alte Appalachenstück Buffalo Gulls und da sind ein paar schöne Pull-offs drin, die wirklich Pep in das Stück reinbringen. Also, üb schön deine Pull-offs. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder sehen. Bis dahin gern mal ein Like hinterlassen und den Kanal abonnieren und dann geht's los. Thank you.